Bereit! Wir nehmen nochmal Orochi und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge War Honor. Und ja, beim letzten Mal haben wir ein bisschen PvP-Action gehabt. Meine Finger quackeln immer noch. Dieses Mal jetzt das Rückmatch gegen die anderen Moluks. Und ja. Orochi, Orochi. Ah, die Assassinentante da hinten. Die ist auch mies, konnte ich mich erinnern. Und nee, Wikinger-Tante ist auch da drüben. Okay. Das kann eklig werden. Also meine Performance war beim letzten Mal so lala. Ich habe mich gar nicht die Statistik angesehen, wie oft ich gestorben bin und ich Leute gekillt habe. Aber ich glaube, ich bin weniger gestorben, als ich gekillt habe. Also das war schon mal positiv hier. Ich muss trotzdem noch sehr viel lernen. Und ja. Orochi macht schon Bock. Orochi macht schon Bock. Ihr werdet natürlich auch noch ein paar anderen durchtesten, ne? Aber da muss ich schon ein bisschen mal googeln, wie das reinplörgt. Und ja. Oh, bin mal gespannt. Au, die arme Sau, da hängt er schön am Kronleuchter. Die sind jetzt irgendwo arabisch? Ja, das sieht irgendwie arabisch aus, oder? So eine Art. Leute, rennt! Angriff! Oh, oh! Ja, so irgendwie. Nee, Arab. Keine Ahnung, das sieht hier irgendwie. Ein bisschen arabischer Touch ist hier schon drin. Bleib mal kurz hier stehen, ich nehme den Punkt. Oh, oh. Nehme nicht den Punkt hier ein. Ja, gegen zwei ist echt unfair, wa? Ja, gegen drei. Ja gut, da halte ich mich mal kurz raus. Das schafft ihr schon, ihr beiden. Zu dritt braucht man jetzt da nicht drauf klöbeln, sage ich ganz ehrlich. Ein bisschen For Honor muss ja auch jetzt hier sein. Kümmere ich mich mal hier um die paar Bots hier. Oh, 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 oh. Da habe ich wieder die falsche Tastenkombination, ne? Zone C verloren. Oh. Da muss ich besiegen. Oh, wow, 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 wow. Da habe ich versagt. Da habe ich versagt. Gut, die haben hier. Oh, 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 die haben hier auch gleich. Die haben hier auch gleich. Ups, da. Nein. Ach Gott, ich bin zu ein. Da habe ich wieder komplett versagt. Geil. Komplett versagt, ey. Top bleiben. Hopp. Weil ich wollte Peter. Ach man, die Tasten, ey, komm nicht klar. Ich bin ein Sony-Jünger. Wie oft soll ich sie noch sagen? Oh, da, ich muss mir aber ein bisschen dran gewöhnen, weil die sind in der Regel einfacher zu dingsen hier. So, mach ich sie mal weg. Haben wir hier mal ein paar weg. Schön einen nach dem anderen. Dann haben wir hier den Punkt wenigstens mal erobert. Warum erobern wir den nicht? Doch, jetzt. Weil wir sind hinten dran. Wir sind definitiv hinten dran. Und ja. Ah, die ist schneller als ich. Das muss ich. Da muss ich aufpassen. Gut, habe ich. Das war nicht schlecht, das war nicht schlecht. Ich regeneriere hier oben aber keine Lebenspunkte. Ich gehe mal zu A. Zu AA. Dahin will ich doch nicht. Oh Gott. Und ich renne hier einfach mit keinem Leben rein. Tolle Ding. Zone A eingenommen. Gut, Leute, danke. Der hat mich ein bisschen in den Arsch gerettet. Cool, wir haben Rauchbombe freigeschaltet. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal letzte Woche. Oder letzte Woche. Halt beim letzten Video. Ich weiß nicht, wann das online kam. Ja gut, das schafft er schon. Da mische ich mich jetzt nicht weiter ein. Man muss es ja nicht unbedingt so rein plörren. Ne? Das Spiel heißt ja immer noch For Honor. Und ich vernichte alles. Ja. Im Prinzip schon, ne? Aber
Ihr wisst, was ich meine. Also, man muss es ja nicht. Ein bisschen ehrenhaft kämpfen. Hat keinen geschadet bis jetzt. Vor allem, wenn das Spiel so heißt, ne? Ich erober hier mal den Punkt. Dann kriegen wir ein paar Pünktchen, weil das ist wichtig. Zone C eingenommen. Zone C eingenommen. Jetzt haben wir wieder A verloren. Zone A verloren. Zone A verloren. Den haben wir auch weggehauen. Ja, man muss halt aufpassen, dass man sich nicht gegenseitig wegblurrt. Da hinten kommt wieder die verrückte Olle. Hallo, verrückte Olle. Also das meine ich halt auch. Warum kommt er da rein, wenn er sieht, ich knurre mich schon mit der, ne? Hab mir schon ein bisschen mit der in die Haare. Warum kommt die da? Macht für mich keinen Sinn. Na, wenn er sieht, dass ich. Wenn er sieht, dass ich verliere, dann ja, ne? Aber wenn er sieht, dass ich die 1A wegknurre, ne? Dann braucht er nicht herkommen. Meines Erachtens. Okay, gut. Ich sehe hier nirgends Gegner. Hier ist einer. Oh, da konnte sie ausweichen. Da hatte die Glück gehabt. Bleib stehen, kleiner Fratz. Bleib stehen, kleiner Fratz. Ich habe keinen Bogen, sonst würde ich dich wegnehmen. Bleib stehen, du kannst mir nicht hinkommen. Ah, hast du Glück gehabt. Was für eine glückliche du doch bist. Verfolg die mal. Danke. Das meine ich. Oh, die hat Gift. Nee, das ist Bluteneffekt. Oh, verdammte Axt. Das ist jetzt schlimm. Der hat die nicht exekutiert. Nein, ich bin tot. Da konnte ich nichts machen. Ich spawn lieber mal schnell neu. Ui, das ist sehr ausgeglichen. Ah, Mann. Das war... Das habe ich ein bisschen selber verkackt, ganz ehrlich. Da habe ich jetzt... wenn ich mal den Rennmodus bin, dann geht es nur noch drauf und auf die Fresse und so, ne? Aber, ja. Komm. Kannst du uns jetzt helfen? Gut. Das hat gesessen. Gut. Zone C eingenommen. Die mache ich hier auch alle kalt. Bleib mal bei dem hier liegen. Stehen. Gut, wunderbar. Das hat geknurrt. C. A wäre wieder geil. Ich renne mal kurz zu A, Leute. Vor allem, ich muss mich merken. A ist rollen. Ausweichen. B ist in die Fresse schlagen. Das muss ich mir echt merken. Au, da habe ich versagt. Komm. Sorry, wenn ich manchmal nicht so allzu viel kommentiere. Aber manchmal bin ich so im Schnetzelfieber, dass ich nur noch schnetzel, ne? Aber ihr seht, ich komme wieder langsam rein. Das war jetzt ein faires 1 gegen 1. Ich komme langsam wieder rein. C eingenommen. Komme, meine Freunde. Der Spiel Natur. Gleich kommt von hinten wieder einer, oder? Zone A verloren. Guck mal, dass die hier. Oh, nee, nicht auf mich. Nicht auf mich, Leute. Hier. Erstmal hier schön Attacke. 50 gegen 1. Oh ja, genau. Genau. Ne. Jungs, da bin ich erstmal weg. Oder haben wir. Doch, hier. Wir haben die Oberhand jetzt. Oh, da sieht gut aus. Gut gemacht. Oh, das hat geplört. Der Feind bricht ein. Okay. Feind hat sich erholt. Okay, ich erhole mich auch mal kurz. Der Heilpool. Das feindliche Team bricht ein. Exekutiert die doch. Nicht leben lassen. Gleich Köpfchen ab und dann macht er nichts mehr. Oh, da bist du schön weggerannt. Mein kleiner Fratz. Bleib stehen. Ein faires 1 gegen 1 wieder. Oh, das hast du gut gemacht. Das feindliche Team bricht ein. Oh, nein. Boah, ich bin gerade überfordert.
Mach die falschen Tasten. Verdammte Axt. Da hab ich versagt. einfach Rauchbombe geschmissen. Da hab ich aber so richtig versagt. Das feindliche Team bricht ein. Ja, wir sind am kritischen Punkt. Oh Mann, da habe ich so richtig gerade reingeschissen. Das glaubt ihr gar nicht. Da habe ich echt so richtig gerade reingeschissen. Zone C verloren. Zone C verloren, oder Zone C, Zone C. Wir müssen eigentlich ein bisschen aufpassen, dass wir hier. Zone A eingenommen. Dass wir die Zone. Oh, den Bogen habe ich auch übrigens frei. Den hätte ich vielleicht auch mal benutzen sollen. Boah, den habe ich gut weggelanzt. Ich bleibe mal kurz hier bei dem stehen. Dass hier keiner den hier mal wiederbelebt. Beziehungsweise kann ich mich hier ein paar Meter weiter oben hinstellen. Gewonnen. Gewonnen. Gut. GG. Schöner Kampf. War auch definitiv ausgeglichen. Gut. Schön. War ausgeglichen. Wo bin ich? Rugenwehr. Hey, ich bin nicht letzter. Langsam werde ich besser, ne? Langsam bin ich schon der Schlumpf, ne? Alles weiter überspringen. Eine schöne mittelalterliche Burg. Ruine, besser gesagt. Well. Valhalla! Ja, sorry. Dieses Mal spiele ich hauptsächlich Samurai. Damit die Wikinger früher nicht so ganz so geil angesagt. Leute, Angriff! Oh, die Tante macht mir echt so ultra Spaß. Ein gescheites Assassin's Creed bei Samurai. Ja, in Japan wäre bestimmt auch ultra geil. Oder so ein Mix mit Japan und China und so. Das ist so Ninja. Ah! Willst du mich verkackeiern? Du hast da oben ein verdammtes Ding. Ja, genau. So sehe ich aus. Das ist ja unfair wie Sau. Wie mache ich den kleinen Lurch jetzt kaputt? Alles klar, das ist so derbe unfair. Ja, genau, er hat uns beide bekommen. Der ist unfair. Der Typ ist unfair. Vor allem, dass der alles blocken kann. Ja, moin. Okay, da muss ich aufpassen. Da wurde ich überrascht. Ich wusste nicht, dass es auch Fernkampfwaffen hier gibt. Also, echt, diese Bastille da einfach voll unfair. Aber die sind schon cool gemacht hier, die Schlachten inszeniert. Nicht so ganz so 100% episch, aber von der Anzahl von den Truppen her. Ja. Vielleicht, dass die Minions jetzt ein bisschen mehr können. Oh, und, ach Gott, ich muss den kaputt machen. Ganz ehrlich, sonst sehe ich das schwarz. Ich gehe mal hier hoch. Also, nicht falsch verstehen. Das Spiel voll episch. Ja, genau. Und er kann direkt kontern. Der Charakter ist unfair. Ja. Keine Chance. Er hat vor allem auch noch High Ground. Das müssen wir betonen. Er hat High Ground, die Sau. Ah, ich glaube, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das ist eine Kacke. Also vor allem mit den... Ist es da oben der einzige Punkt, wo eine Bastille ist? Wie OP ist denn das? One-Shot wahrscheinlich bei den kleinen Viechern und mir wird irgendwie mein halbes Leben geraubt. Voll toll. Voll toll, ganz ehrlich. Zone C eingenommen. Geh mal mit hier hoch. Boah, aber der mit dem Kampfstab, der ist echt... Der ist mies. Der ist echt mies, weil der hat auch diesen... Bing-Effekt, dass irgendwie dein Hirn wegschmilzt, oder wie? Ha? Oh, das ist echt nicht geil. Ja, genau. Ich kann nichts machen. Der hat wieder diesen Kack-Effekt angemacht. Na, ich kann zwar schnell kontern, weil ich halt schnelle Angriffe habe. Aber ich kann auch teilweise nicht so schnell. Weil er. Jetzt wurde ich vom Ding angeschossen. Ja, ich bin tot. Keine Chance. Keine Chance, ganz ehrlich. Der rödelt da durch mit einer. Lieber bin der jetzt hier mal schnell tot. Wir müssen gucken, dass wir oben A einnehmen. Bringt uns nichts, wenn wir die ganze Zeit C halten. Wir müssen A einnehmen. Ich gehe mal hier seitlich hoch.
Die Bastel. Also so eine. Also das finde ich wieder grenzwertig bei einem Map-Design. Bei einem Spiel, was halt doch nahkampflastig ist, dann hier so eine Bastille reinzumachen. Das war dumm von mir. Ja. Ja, ich werde jetzt auch sterben. Da habe ich komplett versagt. Vor allem, das ist doch... Also die Map finde ich Rotz. Wirklich, die Map ist absolute Rotz. Zwar schön inszeniert, aber mit Bastillen, klar, die sind auf beiden Seiten, na, aber... Junge, das ist doch kein Gameplay. Bastillen einfach, Bastillen. Mein Gott, ey. Klar, man, derjenige, wo dran ist, kann nicht so gut aufpassen, ne? Aber das ist absolutes Rotz-Gameplay. Gut. Oh! Genau. Du bist auch eine faire Tante. Okay, die ist mit fast keinem Leben hier reingekommen. Oh! Nehmen wir hier den Punkt einnehmen, ey. Eingenommen. Das ist echt grenzwertig hier mit den Bastillen. Ganz ehrlich. Finde ich keine schöne Lösung auf diese Map. Absolut nicht. Vor allem, man ziert halt auch nichts. Das ist echt keine schöne Lösung. Vor allem, wie riesig hier. Die Dinger abgeplackt werden, ja, und genau das passiert eben auch die ganze Zeit, ne? Ich gehe halt eine Sekunde mal ran und werde dann direkt durch die Olga genommen, ne? Eine Sekunde, hau drauf auf die Snitch hier. Lass mich doch durch! Ups, da habe ich die falschen Aktionen wieder gemacht. Boah, mit meinem... Oh. Hätte ich mich regeneriert, ich Trottel. Hätte ich mich regeneriert. Aber nein, was mache ich hier, kleiner Mongo? Ich schlage halt drauf, weil ich gierig bin. Guck mal, da war ich echt zu gierig. Vielleicht kann er mich wiederbeleben. Belebst du mich wieder? Yo, yo, Ehrenmann. Ehrenmann. Doch, kann er. Er kämpft. Gut, dann spawn ich lieber mal neu. Doch, kein Ehrenmann. Er ist ein Ehrenmann, nicht falsch verstehen, na, aber. Oder Ehrenfrau, man weiß es nicht, ne? Zone C verloren. Zone C verloren. Oh, die nähern sich die tausende Marke. Zone A verloren. Dein Team bricht ein. Dein Team bricht ein. Vor allem dieses. Ich kann halt die Kombos auch noch nicht. Dein Team hat sich erholt. Ich kann halt echt noch nicht die Kombos. Gut. Zone A eingenommen. Gut. Okay, aufpassen. Das Ding ist, wir werden jetzt... Ich verteidige mal kurz ab. Zone C verloren. Dein Team bricht ein. Ja, genau. Ich brauche erstmal 3,5 Jahre, um die Kacke rauch zu machen, ne? Ja. Ich kriege. Nein, da hat sie mich bekommen. Oh Gott. Ne, das haben wir schön verloren. Aber das ist auch unfair mit der Bastille da drüben. Klar, hier drüben ist nochmal eine Bastille, na, aber finde ich ein unnötiges, Map-Feature, ganz ehrlich. Und ich denke, mit dieser Bombensensation war es dann auch soweit mit dieser wunderschönen Folge For Honor. Naja, eine gewonnen, eine Niederlage, Herrgott. Man steckt da nicht drin. Ich denke, wir haben unser Bestes gegeben.
Und ja, ich habe ein bisschen reingeschissen vielleicht. Ein Charakter, den ich unfair finde. Oh, wir waren sogar Zweiter, aber punktetechnisch nicht so krass. Aber doch eigentlich schon ganz gut, wenn man es in der Gesamtheit berechnet. Und naja, gut. Hätte man mehr rausholen können. Ich habe wieder ein bisschen die zwei Tasten hier vertauscht. Und ja. Das fehlt halt ein bisschen die Routine. Und ja. Ich denke mal, wir schnacksen hier mal alles durch. Und ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.